Hallo lieber Skorpion, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Winter 2021-22 bei dir aussehen wird. Dieses Video ist für Dezember 2021 und Januar, Februar 2022, okay? Ich weiß, dass der Ton schlecht ist, ich höre es selber. Noch bevor du es hörst, höre ich es jetzt am Nachmittag schon bei der Aufnahme. Ich weiß, ich bin umgezogen und bin da noch dran. Ja, ich arbeite an der Tonqualität. Der Tisch hat sich jetzt auch verändert, wie manche von euch sehen. Ja, für jene, die schon ein paar Videos gesehen haben. Es befindet sich hier alles noch im Aufbau. Okay? Bevor wir zur Legung übergehen, Skorpion, nicht vergessen, immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen beachten. Okay? Okay, also starten wir mal. Skorpion, ich sehe dich vor meinem geistigen Auge in einem schwarzen Kleid. Und dieses Kleid ist, hat eine Sternenmusterung. Ist übersät mit goldigen Sternchen. Es ist fast so, wie wenn du eine Wunscherfüllung bist. Es gibt im Winter jetzt immer wieder Menschen, die so sein wollen wie du oder dich als Traumfrau, Traummann sehen oder dich als Vorbild sehen, als Inspiration. Also du bist die, die mit den Sternchen da rumläuft. Dein Outfit ist übersät mit goldigen Sternchen und Sterne stehen für Wunscherfüllungen, für Heilungen im Tarot und ich denke, dass du an diesem Punkt ankommst, weil du dich eben geheilt hast. Deswegen bist du so strahlend, so ein Stern, ein Star. Okay? Schauen wir doch mal, was die Karten sagen werden. Eine Karte für Skorpion im Winter 2021-22, bitte. Dezember, Januar, Februar, bitte. Siehst du? Das meine ich. Du bist ein Star. Es ist auch gut möglich, dass du in nächster Zeit so ein bisschen distanziert auftreten wirst, vor allem wenn es um die Liebe geht, so ein bisschen distanziert auftreten wirst und dadurch noch begehrter wirst, Skorpion. Und in Bezug auf Freundschaften wirst du jetzt vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben, wie du sonst hast. Ja, du bist da sehr in deiner Heilungssphäre im Winter und das macht dich begehrt. Ja? Willst du was gelten, mach dich selten. Du wirst als sehr sexy wahrgenommen, ist auch die sexy Karte. Als Wunscherfüllung, als das, was man anpeilt, als das, was man sein möchte, wirst du gesehen. Okay? Fünf der Münzen. Das ist das, was ich gerade erklärt habe. In der Liebe zurückgezogen, investierst da nicht sehr viel, deine Ressourcen gehören dir. Investierst nicht sehr viel Zeit in irgendwelche Frauen oder Männer. Auch in Freundschaften hast du nicht so viele Termine frei wie sonst. Also man muss da Daten mit dir abgleichen, abwarten oder man kann dich erst in 2 Wochen sehen. Ja, solche Dinge. Du lässt ein bisschen Menschen außen vor, ja. Nicht, weil du fies bist oder so, sondern weil du momentan dein ganzes Geld, deine Ressourcen und all das in dich hineinstecken möchtest. 7 der Münzen. Es gibt hier Dinge, die gedeihen sollen. Du hast da Pläne, du hast da Dinge, die du umsetzen möchtest, Dinge, die du da erreichen möchtest. Die waren bisher in Stocken geraten und jetzt soll das vorwärts gehen. Und darum möchtest du dich kümmern. Mäßigkeitskarte. Das ist wieder diese Entschuldigung hier. Rückzug hier, Rückzug hier. Hier geht es um Distanz, hier geht es um deinen Rückzug. Es geht hier um Heilung. Du siehst hier, hier ist dein höchstes Chakra erleuchtet. Du bist momentan mit heiß und kalt beschäftigt. Heiß und kalt. Da gibt es in dir ein heiß und kalt.
eine heiße und eine kalte Seite. Es ist so, wie wenn du ein bisschen in dir drin zwischen zwei Stühlen stehst und versuchst, diese zwei Stühle zu vereinigen, zu einem Stuhl zu machen, heiß und kalt. Das kann zum Beispiel auch sein, dass man, okay, für mich ist das jetzt ein bisschen komisch darzustellen, weil ich habe das zum Beispiel gar nicht. Das ist für mich vom Wesen her ein bisschen, ist das für, also für mich ist das fremd. Aber das kann zum Beispiel sein, dass du Phasen hast, wo du mega faul bist und dann hast du wiederum Phasen, wo du unglaublich viel Sport treibst, so heiß und kalt. Und du möchtest da die Mitte finden. Du möchtest ein Mensch sein, der beides sein kann und nicht Phasen haben. Oder es gibt Zeiten, wo du viel Party machst und dann gibt es Zeiten, wo du sehr viel alleine bist. Und du möchtest da auch so die Mitte gerne finden, so das Normale sozusagen. Ja, das ist so das. Das ist gerade witzig, weil ich übers Wochenende mit einer Skorpion-Dame genau darüber geredet habe. Du willst deine Auf- und Abs abgleichen, ausgleichen. Du siehst hier, dieser Kelch hier ist eher rot gefärbt und dieser hier ist heller, das ist das heiß und kalt. Alchemie, die Mischung, die perfekte Mischung aus Sport und Faulheit, die perfekte Mischung aus Party und Alleinsein. Okay. Der Teufel. Der Teufel stellt hier nichts Schlimmes dar, weil die Mäßigkeitskarte ist die direkte Ausgleichung vom Teufel. Beim Teufel geht es um Obsession, es geht darum, mit etwas besessen zu sein. Und das ist genau das, was ich dir erklärt habe. Das ist diese Besessenheit mit Faulheit und dann Wechsel in eine Phase, wo du besessen bist mit Sport. Besessenheit mit Party und dann besessen damit, alleine zu sein. Das ist genau das ist damit gemeint, ja? Oder Phasen, wo du besessen damit bist, abzunehmen und Phasen, wo du besessen bist mit Essen und alles in dich reinstopfst. Du willst die Mitte hier finden. Du siehst hier bei dieser Mäßigkeitskarte, wie dieser Engel den Fuß in natürliches Gewässer hineinsteckt. Am besten findest du die Mitte für dich heraus, indem du dich fragst, was ist meine Natur? Was mag ich am besten? Was gefällt mir am besten? Du wirst hier sehr schnell die Mitte finden, wenn du anerkennst, dass du ein sportlicher Mensch bist oder anerkennst, dass du ein fauler Mensch bist, dann findest du viel besser die Mitte, weil dann gehst du nicht, oder dann wankst du nicht einfach von Faulheit hin zu Sport und dann faul, Sport hin und her, sondern du kannst sagen, hey, ich bin ein sportlicher Mensch. Und dann gönne ich mir ab und zu Auszeiten und bin faul. Oder hey, ich bin ein fauler Mensch und dann füge ich meinem Leben noch ein bisschen Sport hinzu. Aber dass du zumindest einen Startpunkt hast, aus dem du agierst. Okay? Bei mir so, ich habe anerkannt, dass ich gerne esse. Ich habe es anerkannt, ich bin eine Esserin. Und wenn ich Diät halte, dann geht es nicht ins Extreme. Es wird nicht obsessiv, ich werde nicht knochig oder ähnliches. Das geht nicht. Aber es wäre was anderes, wenn ich das Essen komplett ablehnen würde und komplett in Richtung Diät gehen würde, dann würde ich so enden. Ja, also du musst für dich schauen, dass du dich so gut kennenlernst, dass du einen Standpunkt hast. Ein Startpunkt. Ast der Stäbe. Also Skorpion, falls du willst, kannst du ziemlich heißen Sex haben im Winter. Falls du willst. Du bist sehr begehrt, vor allem physisch. Siehst du top aus. Und Ast der Stäbe bedeutet Phallus. Und da steht jemand auf dich. Und so wie du eben mal damit beschäftigt bist, damit, also mit dieser Obsession, die sich ändert, so ist hier jemand komplett auf dich fokussiert und will dich. Ja, will deinen Körper, will da paar Dinge ausprobieren mit dir, mit so Ketten und solchen Dingen. Hm? Das ist der Teufel hier.
Ass der Stäbe gepaart mit dem Teufel und dann noch als Zückerchen die Mäßigkeitskarte, die sagt, hey, ist alles nicht so schlimm, steht für mich hier für heißen Sex, für so Sexspiele, die man ausprobiert oder durchführt, ja. Das ist jemand, der entweder schon in deinem Leben ist oder im Winter in dein Leben tritt, Skorpion. Okay? Siehst du? Da kommt jemand auf dich zu, Skorpion. Mit diesem Menschen könntest du ziemlich heißen Sex haben. Dieser Mensch könnte ein paar Vorlieben haben, die du spannend finden könntest. Okay? Und du wirst diesen Menschen kennenlernen wollen. Wir sehen hier weiterhin diese Distanz, die du einhältst. Hier bist du schon distanziert, hier auch zurückgezogen und hier auch, oder? Herzens, so vom Herzen, was das Herz anbelangt, auch distanziert. Ich sehe dich hier gar nicht, dich so kopfüber in Herzensangelegenheiten stürzen. Das ist hier gar nicht der Fall. Aber du kannst hier heißen Sex haben. Bist du bereit dazu, diesen Menschen kennenzulernen? Ja. Bist du bereit dazu, hier Überraschungen zu begegnen? Ja. Das Fischlein hier stellt diese Überraschungen dar. Aber momentan bist du ein bisschen so wie deine eigene große Liebe. Und hier möchtest du schauen, was hier passieren könnte. Du bist offen dafür, aber da gibt es dann nichts, was du mit diesem Menschen dann für den Moment anstrebst. Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere reinlegen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Für jene, die diesen Menschen bereits kennengelernt haben, werde ich hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfindet, beziehungsweise wann es positiv vorwärts geht zwischen euch beiden. Für die anderen, die diesen Menschen noch nicht kennengelernt haben, werde ich fragen, wann dieser Mensch da auftreten wird. Okay? Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.